Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder bei Orbit. Wir sitzen jetzt nicht in unserem tollen Studio, sondern haben mal wieder die Werkstatt aufgesucht. Und die beiden Jungs hinter mir wissen noch überhaupt nicht, was ihnen bevorsteht. Nämlich, ich habe nämlich was sehr, sehr Spezielles mal wieder dabei. Man könnte so, unsere einzige Information war, wir brauchen dafür einen kleinen eckigen Fernseher. Den habe ich mitgebracht. Ein Videorekorder habe ich bereitgestellt. Und es soll von Sega sein. Genau, ihr werdet etwas sehen, was vermutlich noch kein deutscher YouTuber vorher gezeigt hat und was ihr vermutlich auch vorher noch nicht gesehen habt. Deswegen, Clickbait! Lasst euch überraschen vom ungewöhnlichsten, kuriosesten Stück, sagen wir mal nicht Videospieltechnik, sondern einer kuriosen Spielerei. Kooperation. So, Kinas, der Onkel hat euch da mal was Kurioses mitgebracht. Oh, geil. Und zwar den eine Kooperation wohl von Sega und Taiko, den Videodriver. Das kennt der ein oder andere noch, dieses rote Spielauto, was glaube ich jeder hatte, mit so Motorgeräuschen, wo man so eigentlich nur so vor so einer Lampendarstellungsding, wo man eigentlich nur lenken konnte. Und das ist quasi die Variante, wie man das mit einem Real Auto, Real Spielszenen und ja. You are that driver with Taiko's new Video Driver. With Video Driver, you're in an action-packed chase, racing down the highway. Stay on the road, or you'll lose points. Where'd it go? There! Stay sharp and think fast, because with Video Driver, you're really driving. Yeah! Video Driver works with your VCR. Other adventures sold separately. New from Taiko. Also das Design kenne ich. Ich habe so ein Ding. Ein bisschen krank, aber. Zu Weihnachten 1900. Ich kann schon mal spoilern, da ihr das nicht durchgesetzt hat, diese Technik. Ach. Aber der junge Mann, der ist, glaube ich, unendlich begeistert davon. Das vielleicht auch mittlerweile auch schon tot. Kann All sein. The Thrills of Real Driving. Das kam aber nach dem Hänger und Automaten, oder? Das ist von der Zeit her 1988. Ja, kam danach. Complete with, was steht da? Ach, auch Taiko ist es auch schön. Also der Videorekorder ist nicht dabei, aber die entsprechende Videokassette mit dem Material. Dann ist diese Einheit, die man vor den Fernseher baut. Und da ist dann ein kleines Auto drauf, was man dann durch die Bewegung des Lenkrades hin und her schiebt. Und da muss halt dieses kleine Spielzeugauto, das reale Real Auto, muss den anderen realen Autos ausweichen. Okay. So zumindest, ich habe das. Der Zustand war top. Ich habe es noch nicht ausgepackt, ob da überhaupt noch was drin ist, was draufsteht. Also, liebe Zuschauer, das könnte jetzt der Knaller sein. Lass zieh mal ab hier. Oder enttäuschen. Zieh mal den Pariser ab. Zieh mal den Pariser ab. Ich bin äußerst gespannt, muss ich sagen. Das klang ein wenig überzeugend. Echt? Ich habe nur versucht, extra laut zu sprechen, damit das Mikro mich hört. Nein, ich bin wirklich gespannt. Das ist. Oh, die Verpackung ist online. Ich finde es vom. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Und dieses Teil kennt, glaube ich, wirklich jeder. Ne? Also diese. Nein. Also das Teil kennt keiner. Aber dieses. Mal nochmal für unsere. Ja. Diese geneigten Zuschauer. Dreh doch nochmal um. Das sieht auch schön aus. Und die ganzen Zubehörteile sind nochmal schön aufgelistet hinten drauf. Wunderbar. Also ich hoffe mal, dass die Videokassette im Laufe der Zeit immer noch... Ja, das wäre natürlich... Egal, wir werden es sehen. Man kann, ich hatte aber nach, es gibt bei YouTube, kriegt man die Videos noch. Also man könnte das auch in ganz modern machen. Das wollte ich jetzt extra sehen. Man kann es auch auf DVD brennen dann oder auf Blu-ray. Und dann per SCART. Okay. Mit Downscaler oder so. Oh, gebrochen. Also es sieht schon mal aus wie im Zustand wie geleckt. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Videokassette und den Rest müssen wir jetzt gleich zusammen bauen. Das ist halt diese ominöse Einheit, die gleich... Ich glaube, die ist etwas für den Fernseher etwas zu groß. Das ist egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
was so. Weißt du, wir haben das auf stundenlang aufgebaut und jetzt sind wir es einfach mit zwei Händen. Das wird einfach so gnadenlos geschnitten, dieser ganze Aufbauversuch. Das ist doch fürchterlich. Der kommt einfach nur noch weg. Nur zwischendurch, dass mein Monitor hier verdreckt wird, das würde ich gerne nochmal. Wenn ihr jetzt sein Gesicht sehen könntet, der freut sich. Brumm, brumm war nicht zu viel versprochen. Das Bittere ist, du hast immer solche Klamotten. Oh oh. Geht nur in eine Richtung, ey, geht doch. Da ist ein Lenker noch falsch drauf gesteckt. So, wir bauen erstmal zu Ende hier. Das ist Linkslenker. Ah, ist das großartig, genau. Das ist, oh mein Gott, oh mein Gott. Phenomenal. Ja. Schön ist anders, aber wir brauchen das Ding dann auch gar nicht, oder? Ach, ganz ehrlich, ne? Wenn das hier drauf ist, brauchen wir das Ding doch gar nicht. Ganz ehrlich, das ist nur, um ihn wahrscheinlich gerade zu halten, dadurch, dass es eh nicht hält. Also, diese Stangen sind schön, aber lassen sie jetzt. Was haben die Kinder früher Ärger mit ihren Eltern gekriegt, als sie das an den. Was? Chaos? Wir wollten viel mehr Kameras, um alles drum um den Tisch drumherum aufzunehmen. Aber was haben die Kinder mit ihren Eltern Ärger gekriegt, um da die am Familienfernseher wurde dann da rumgefrickelt und Brumm, brumm? Aber sind wir doch mal ehrlich, ihr mögt das Chaos doch, oder? Ihr wollt das doch gar nicht anders. Das gibt gleich wieder einen Daumen runter von einem ordnungsliebenden Menschen. Stimmt. Je nachdem, wie gut man ausweicht oder nicht, es geht mit einer Punktezahl von 100 los. Und wenn du eben in den Porsche vor dir fährst, oder was, dann zählt das Ding, soll es runterzählen. Weil dann nehme ich einen Helligkeits-Infrarot-Sensor im unteren Bereich vom... Feststellen, ob du an eine dunkle Karre gefahren bist oder ob es immer noch fahrbar ist. So. Genau. Okay. Na gut. Das ist ja ungefähr so wie bei der Lightgun. Ihr kennt, ob es hell oder dunkel ist, worauf du geschossen hast. Und dann weißt du, ob du, genau. Ja. So, dann gucken wir mal, was Sega da... Das ist da. Nee, schon richtig. Ist schon vorzählen. So. All right, then let's go cruising with these totally awesome wheels. Yeah. Get inside. Start schon mal. Start the engine. Hab ich schon zu früh? Rev it up. Ja, klar. Okay, now. Ja, das ist kein Gaspedal, das finde ich schon. Let's go. Das passt auch nicht. Whoa, 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 who's that? Okay, follow that car. Ja, komm mal, komm mal. Yeah. Wow. Rechts kurbeln, rechts kurbeln. Ja. Watch out, he's getting away. Man sieht mit dem schwarzen Balken da unten aber, wonach das Ding überhaupt sucht. Ja gut, aber... Oder in welchem Rahmen du fahren darfst. Das sieht man ja normalerweise nicht, weil das eigentlich der Abstand eigentlich... Ja, eben, genau. Kann ich das ein bisschen leiser drehen? Nein! Ich frage mich, wie du so schnell von dem Gebirgspass nach San Francisco gekommen bist. Ist doch direkt daneben, oder nicht? Ja, natürlich. Hast du in Geometrie nicht aufgepasst? He's heading to the freeway. To the right, to the left. Hard left, hard right. So ein bisschen damals wie bei Airwolf. Ist alles ein bisschen schneller aufgenommen. Jetzt sogar einhändig. Ah, oh, das leckt nicht mehr. Wow. Ey, hier links überholen, was ist das denn? Ein schöner Audi. Eigentlich würde mich nur interessieren, was passiert, wenn du nicht... Go right, go right. Was passiert, wenn du nicht richtig fährst? Das Auto, ja, dann geht der Zähler, sollte eigentlich runtergehen. Aber da wir anscheinend nicht nah genug dran sind, erkennt er das nicht. Mach jetzt nochmal. Irgendwie. Ah, mein Finger.
Also das hat sich schon jetzt schon gelohnt, finde ich. Was für eine Scheiße. Von Sega. Ja, Scheiße. Und Taiko. Er geht nicht mehr nach links. Mach mal jetzt. Ich dachte, das liegt nur daran, dass er nicht richtig drauf ist. Nee, er möchte wirklich nicht mehr nach links. Wir haben es kaputt gekriegt. Also Leute. Also genug des Nervenkitzel. Wir sind alle voll fertig jetzt. Was war das denn pur. Bitte? Stress pur. Oh wirklich. Mein Gott, wie schlecht. Ich hoffe, euch sind übrigens nicht die Ohren rausgeflogen, weil das war ganz schön laut. Teilweise. Oh. Er möchte aber wirklich nicht mehr nach links. Ja, ich würde sagen. Ja, das hört sich, rechts. Das hört sich nach dem Motor. Oh. Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. An dieser Stelle verabschieden wir uns mit Hennings Fahrversuchen. Ja, eine wunderbare Folge, sehr chaotisch, passt zum Thema. Das Geräusch eines sterbenden Motors. Ja, ja, Mann. Möchtest du noch abschließende Worte sagen? Irgendjemand! Gott, ist das grausam. Komm, du kriegst auch noch einmal noch zum Abschluss noch mal Fahrbahn dazu. Oh. Das macht aber schon ein bisschen Bock, muss ich sagen. Einlenken! Ja, er will nicht! Er will nicht! Ich bin gestoppt. Ja. Mach mal einmal noch ein bisschen mehr auf das Stehen am Bildschirm. Follow him. Follow him. Go right. Go right. Nee. Ich will sagen nicht mehr. Man merkt gar nicht, dass wir heute gar nicht so viel Zeit für eine Folge haben.